Dann wollen wir mal. Sieht ganz danach aus. Entschuldigung. Ah, da bist du ja. Und keinen Augenblick zu früh. Ich habe die Banditen erledigt und der Bogenerin das Holz gebracht. Ich habe keinen Augenblick an dir gezweifelt. Und? Dein Plan? Ja, der Zyklop und ich müssen uns über ein paar Drachmen einig werden. So wie du, meine ungestüme Freundin. Ohne dich hätte ich nichts mit ihm zu tun. Mein Freund. Stimmt. Aber ich schwöre, jetzt wird das Thema erledigt. Wenn er uns weiter seine Schläge auf den Hals hetzt, dann soll gestern sein letzter guter Tag gewesen sein. Also raus mit der Sprache. Was soll ich tun? Was sollen wir tun, meinst du? Ich habe den Plan, du hast die Muskeln. Ich sehe es als gemeinsamen Einsatz. Natürlich tust du das. Denk nach. Was ist dem Zyklopen am teuersten? Seine Männer? Sein Land? Seine Schiffe? Nein, sein Obsidianauge. Komm zur Sache, Markus. Also gut, wir werden es ihm stehlen. Bist du übergeschnappt? Du leihst dir Drachmen von ihm und dann stiehlst du sein Auge? Wenn wir es haben, gewinnen wir. Dann verkaufen wir es und schlagen zwei Fliegen mit einem Obsidianauge. Er sollte stillhalten, sonst verliert er das zweite auch. Nein, nein, es muss ohne sein Wissen geschehen. Der Zyklop darf dich nicht sehen. Dann kommt mein neuer Bogen gleich zum Einsatz. Er bewahrt das Auge in seinem Haus auf. Es ist zu wertvoll, um es herumzutragen. Gar nicht dumm, bis du ihm die Schwachstelle seines Plans zeigst. Warte bis Sonnenuntergang. Schleich rein und bring mir das Auge. Ich weiß nicht, wo der Zyklop wohnt. Auf der Westseite der Insel. Dort findest du seinen Unterschlupf. Hoffentlich ist es was wert. Weißt du, wie teuer Obsidian auf Kefalenia gehandelt wird? Ich habe noch nie welchen gesehen. Eben. Und es ist nicht nur Obsidian. Es ist mit Gold durchzogen. Gold! Kein Wunder, dass er es für besondere Anlässe aufhebt. Und mit dem Erlös zahlen wir unsere Schulden zurück. Es wird den Großteil begleichen. Ein Weingut ist teuer. Na. Schön. Aber dann darfst du dieses Mal nicht geizig sein. Geizig? Du verletzt meine Gefühle. Aber das macht dich eben aus. Bring mir das Auge und ich beweise dir das Gegenteil. Und denk dran, keiner darf dich sehen. Verstanden. Wenn du es schaffst, verhinderst du, dass unsere Köpfe als Trophäen des Zyklopen enden. Okay. Das heißt, da hinten wird jetzt der Zyklop, denke ich mal, angezeigt, oder? Auge im Auge. Finde das Auge des Zyklop. Naja, schräg rechts. Okay. Eieiei. Gut, dann schauen wir mal. Und jetzt zum Auge. Wenn es so wertvoll ist, wie Markus sagt, wird es sein eigenes Podest haben. Ja, aber mit dem reden wir auch noch mal kurz vorher. Wie lief es mit Markus? Wie es immer läuft. Ich habe mein Geld nicht bekommen und erledige seine Aufträge. Warum lässt du dich von ihm rumschubsen? Ich schulde ihm noch etwas. Von früher. Oh, hast du dir Drachmen geliehen? Nicht diese Art Schuld. Nur wenige würden eine Ausreißerin aufnehmen, die sie beim Stehlen erwischt haben. Ich war noch ein Kind. Ah. Ich bin nur ein Kind und ich sorge ganz gut für mich selbst. Was willst du, Phoebe? Kennst du Kausos? Die Stadt auf der anderen Seite der Insel? Warum? Die Leute dort sind krank. Meine Freundin Kina auch. Sie leiden an einem Brennfieber. Man sagt, es sei ein Fluch und nur die Götter könnten sie retten. Wie gesagt, ich bin keine Göttin. Aber Ikaros... ist ein Vogel. Das heißt nicht, dass du nicht helfen kannst. Ah, na schön. Ich sehe es mir an. Ja, und damit haben wir jetzt gerade die aktuelle Quest ein bisschen verloren. Das ist jetzt die Richtung.
Der sagt mir jetzt, das ist rechts von mir, also von der Richtung, wo ich schaue, aber von da kam ich doch gerade. Der weiß auch nicht so genau, was er eigentlich will. So, nochmal. Jetzt ist es links von mir, okay. Und los. Da. Komm schon. Na los, komm. Ah, ich bin vorsichtig bei Fremden. Das letzte Mal habe ich irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht. Ella. Oh. Dann reite nicht dadurch. Oh, Moment. Das ist schlecht. Ich muss sowieso sehr viel weiter nach links. Und weiter. Ella. Ich möchte mich nämlich nicht unbedingt mit diesem Kopfgeldjäger da anlegen müssen. Nicht hoho, renn weiter. So, geradeaus durch. Und den haben wir jetzt hinter uns gelassen. Das ist gut. Oh, das sind die Wölfe. Das jetzt gerade. Ich habe irgendwas da links gesehen. Schräg links von mir. Also in die Richtung. Ach, das war der Hund. Oh. Nicht gut. Ja. Ich sehe dich. Dann verfolgen wir den doch einfach mal, damit der nicht dauernd am Meckern ist. Level 3er, okay. Oh. Sehr viele Level 3er. Bleibst du da mal dran? Bewegung! Dann wollen wir mal. Los! Wenn ich nicht kämpfen will, darf ich mich nicht sehen lassen. Genau. Ich brauche Deckung. Wenn ich leise bin, sollten die Büsche reichen. Ja, ja, wenn du dich denn auch ducken würdest, ja. Oh, da hinten ist jemand. Die Frage ist jetzt nur, wo... Ach so, Moment. Banditenanführer töten, Schatz plündern. Ach, ich dachte, ich sollte ein Auge holen. Okay. Die Frage ist jetzt nur... Ich greife jetzt an. Ups. Irgendetwas? Nicht hier. Macht weiter. Niemand löst sich in Luft auf. Die Ratte gehört uns. Doch, doch, doch. Ich löse mich in Luft auf. Geh weg, du verrätst mich.
du was gesehen? Bisher nichts. Ha. Aber wo? Wenn ihr nichts findet, mache ich euch kalt. Das wird die Ratte büßen. Malaka. Es muss ja ein ganz besonderes Auge sein. Ich darf nicht gesehen werden. Nö, nur mein Pferd ist hier so wie blöde hier am Laufen. Die lassen den aber auch nicht alleine hier rumlaufen. Hast du irgendwas entdeckt? Keiner da. Dann seid still und sucht, verdammt. Verstehe, keine Sorge. Na, gehen jetzt runter. Bleiben die dann auch unten? Das ist die Frage. Geht jetzt in eine andere Richtung. Na super. Ups. Wir gehen erstmal ein Stückchen zurück. Die müssen jetzt nicht unbedingt mit allen auf mich zugestürmt kommen. Bin nicht da, wo das Pferd hinläuft. Geh weg! Kommt der jetzt hier in die Richtung? Nee, oder? Hm? Es irritiert ein bisschen. Das ist zwar cool, dass man die dahinter sieht. Aber das... Ah, jetzt sehe ich ihn. Aber das irritiert so ein bisschen, wenn man nicht weiß, wo die sind. Geht jetzt wieder runter. Okay, also der scheint runtergegangen zu sein. Das sieht nur so ein bisschen komisch aus. Ich weiß nicht, ob die anderen jetzt gerade auch weggehen. Ich glaube, die gehen auch runter. Ich soll mich ja nicht erwischen lassen, ne? Ganz so. Ganz so hat sie das bestimmt nicht gemeint, aber... kann ich den aber auch nicht erwischen. Das Problem ist, ich weiß nicht, ich glaube... Kommt der nochmal? Pferd, du machst mich etwas nervös. Ich denke jedes Mal, da kommt einer hinter mir. Och Junge, lauf doch mal in meine Richtung. Also nicht ganz in meine Richtung, aber... Na los, los. Nee, ne, ich stehe jetzt genau am Kopf. Hallo. Oder ist er zu weit weg? Weil den da hinten könnte ich nämlich auch nicht anvisieren. Hm.
Bewegt der Typ sich gar nicht mehr, oder was? Hallo? Euer Ernst jetzt? Ah, Moment, jetzt kommen wir wieder zurück. Kommst du zurück? Du kommst zurück. Ja, komm. Komm. Jetzt ist er wieder. Jetzt ist er wieder geschützt. Das ist doch kacke. Kann ich die nicht so nach und nach abmetzeln oder so? Genau, geht immer schön in Deckung. Die Pfeile kommen von dort. Nein, die kommen nicht von hier. Nein, die kommen nicht von hier. Cassandra Assassine schleicht sich ihren Weg. Eigentlich müsste ich hier abmetzeln, aber ich glaube, dann kriege ich hier die Quest irgendwie nicht so erledigt. Jetzt kommt der hoch. Ich will mithelfen und der Idiot da hinten, der ist immer noch. Ich muss hier irgendwie... Wenn die gleich wechseln, muss ich mal gucken, ob ich irgendwie von unten vielleicht daran kann. Genau, geht ihr mal alles schön wieder zurück. Was habe ich denn jetzt gerade für einen Pfeil gehabt? Habe ich den jetzt brennen lassen? Das sah jetzt so komisch aus. Steht ja natürlich genau hinter dem Baum. Nicht weglaufen. Ich glaube, den habe ich erledigt, oder? Wird ja, gut bewacht. Sehr schön. Das sind jetzt die Missionsziele vor Ort. Aber ich denke mal, dass ich wirklich da unten rein soll. Oh. Wenn du alleine kommst, ist alles gut. Dann kann ich dich kriegen. Hallo, nicht weglaufen. Oh, was ist das denn für ein Idiot? Und der zweite kommt natürlich auch direkt, war ja klar. Na, vielleicht ist der sich hier anlocken. Oder auch nicht. Hm.
Mist. Kann man da drüber springen? Dumm, ich weiß nicht. Dumm. Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Was war das gerade? Na, 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 na. Ich könnte aber in der Zeit schon mal die andere Seite machen. Die anderen jetzt wieder weg, kann ich da jetzt wieder hin? Ah, ich hasse Missionen, bei denen man nicht gesehen werden darf. Ich würde am liebsten so da reinpreschen. Das werde ich wahrscheinlich nicht überleben, aber... Können wir noch mal jemanden ausschalten hier? Ich weiß jetzt, wie gesagt, auch nicht. Ich denke mal, ich muss da rein. Genau, geht immer in Deckung. Ich gehe mal wieder zur anderen Seite. Dumm-di-dumm-di-dumm. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Schiss, dass wenn ich jetzt diese Quest hier verhaue und gesehen werde, dass, ja, dass dann quasi alles für einen Eimer ist. Das hat keiner gesehen. Ist nur einer komplett runtergefallen, aber hat keiner gesehen. Das ist cool. Und der ist unten. Haben wir denn... Ich hoffe, wir haben jetzt hier keine Ziele, die wir jetzt nicht markiert haben. Das wäre nämlich etwas blöd. Was ist denn der Typ da? Perfekt. Ja.
So, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das jetzt Ziele sind. Ne, es sind eigentlich nur Typen, die hier rumlaufen, ne? Diese mit dem 3 da unten, Level 3. Ne, das sind eindeutig Zivilisten. Aber links ist noch einer, den müssen wir auf jeden Fall auch noch platt machen. Mist. Mist, Mist. Ich meine, wenn er jetzt alleine hier hochkommt, das ist okay. Ah, du kommst alleine hoch, oder? Die anderen sind hier alle nicht mehr da. Na, hörst du mich? Na, komm. Komm, mein Junge. Doch, ich pfeife doch die ganze Zeit. Och nö, ist nicht dein Ernst, oder? Boah. Das ist nicht dein Ernst. Ich habe dich so schön nach oben gelockt. Du rennst aber in die falsche Richtung. Vor allem kann ich dich da nicht mehr treffen. Du versteckst dich. Das wird dich raustragen. Nee, ich versteck dich, ich versteck mich nicht. Das ist es ja gerade. Bewegung! Ich dachte gerade, mich hat jetzt jemand entdeckt. Junge, geh mal dahin, wo ich dich abschießen kann. Och nö, ne? Was war das denn gerade? Genau, vergiss mich, damit ich dich von hinten abknallen kann. Das ist gut. Wie, wer brennt? Was? Ich habe doch noch gar nichts gemacht. Oh, er brennt. Okay. Hä? Okay, den brauchen wir dann schon mal nicht mehr zu erledigen. Der hat sich gerade selber erledigt. Ich gehe ja schon in Deckung. Alles gut. Ja? Dann gehen wir ein bisschen höher. Ich finde sowieso unten kümmern. Ah, jetzt kommen sie zu zweit, oder was? Das ist aber blöd. Ich hätte schwören können, dass einer hier war. Sie darf uns nicht entkommen. Komm. Komm, mein Junge. Komm hier hin. Hier. Hier. Bei Fuß. Dein Ernst jetzt? Ey, warum reagieren die nicht auf das Pfeifen? Wo kann die Ratte nur sein? Bisher nichts. Findet diesen verdammten Abschaum! Die Ratte gehört uns. Die Ratte kann euch hören. Tschüss. Jetzt haut er einfach ab. Lässt den Typen hier liegen oder was? Hallo? Geht es noch? Ist der jetzt nicht mehr in Alarmbereitschaft? Ist hier überhaupt noch irgendjemand? Also da hinten, das sind glaube ich zwei Zivilisten, wenn ich das richtig sehe. Er hat ein Schwert und da hinten ist noch ein Bogenschütze. Mal, was der Bogenschütze hier macht. Ah, der geht aber ganz woanders hin. Das ist ein bisschen blöd.
Mist. Okay. Ups. Das wollte ich gerade nicht. Ey, jetzt geh doch nicht runter. So kann ich dich nicht treffen. So, der ist auch schon mal ausgeschaltet. Wo ist denn jetzt der eine Idiot? Der ist da unten. Theoretisch könnte ich jetzt da drauf stürmen, aber ich weiß nicht, ob da noch andere sind. Das ist das Problem. Oh, da ist noch ein Hund drin. Okay. Ach, das sind Schläger. Ach, die sollte ich also doch töten. Okay. Okay, verstehe. Aber wo jetzt der Hund herkommt, das weiß ich nicht. Moment, den einen Typen, den müsste ich aber von hier oben kriegen. Ei. Nein, jetzt rennt er weg. Oder den Hund. Nein, nicht weglaufen. Oh. Ich will ja keinen Hund ermorden, aber... Leute, euer Ernst jetzt? Jetzt stehen die alle so blöd da drin. Und nicht mal der Hund kommt raus. Ich meine, gut, der Hund, der kann jetzt nicht hier auf die Dächer drauf. Ah, kommt der raus? Kommt der raus? Das sieht gut aus. Ja, ich gehe ja schon in Deckung. Gehst du alleine gucken? Du gehst alleine gucken. Du bist ein ganz netter Kerl, genau. Komm zu mir. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Zu sehen nicht, aber du hörst mich doch. Ich gebe nicht auf, bis ich sie finde. Ich mach's auch ganz schnell. Du machst es schnell? Wieso klappte das denn mit dem Y jetzt nicht? Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Moment. Nein, nicht aufheben. Nein, nein, nein. Jetzt kommen die da nicht raus, oder was? Kann man denn da unten irgendwie... Kann man, oder? So, ich weiß, ich bin so ein kleiner Hasenfuß, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob die Quest sonst kaputt ist, wenn ich das nicht richtig schaffe. So, noch einer. Die Frage ist jetzt allerdings auch, wo muss ich jetzt hier genau rein? Das ist ja hier drunter, glaube ich. Kommen die da auch nochmal raus oder kann ich den Hund von hier draußen irgendwie treffen oder so? Nee, na? Doch, kann ich. Aber ich glaube nicht, dass ich den Hund jetzt getroffen habe. Und sie geht wieder nicht in Deckung, es war so klar. So, die gehen alle nach draußen. Das heißt... Oh. Der läuft auf jeden Fall unten rum. Oder? Der läuft unten rum, ja.
Ist das jetzt der Typ da? Ja, es ist der Typ. Du kannst bellen, wie du willst, es ist sowieso keiner mehr übrig. Es tut mir leid und ich würde auch niemals einem Tier etwas antun. Ich hoffe, das waren jetzt wirklich alle hier. Ich weiß nur nicht, wo ich schreien muss. Ich glaube hier, oder? Nein, das war ausweichen, okay. So, was lange währt, wird endlich gut. Ich weiß, das war die totale Hasenfuß-Taktik irgendwo. Vielleicht sollte ich auch doch mehr in die Bogenfähigkeiten reintun. Obwohl ich ja lieber als Assassine spiele, muss ich sagen. Aber es hat geklappt und ich bin durch und ich bin nicht verletzt worden. Ich hoffe, dass jetzt keiner kommt und jetzt alles zunichte macht, was ich hier gerade sage. Nee, nicht aufheben. Die Vase will ich auch nicht aufheben. Aber ihr wisst, was ich meine. Es hat alles wunderbar funktioniert. Was bist du denn? Oh. Aber dich darf ich nicht freilassen wahrscheinlich, ne? Sonst wirst du mich wahrscheinlich angreifen, nehme ich mal an. So, müssen wir hier erstmal alles plündern. Habe ich denn das eine Missionsziel hier vor Ort? Habe ich das jetzt auch schon gelöst? Nee, oder? Schatz plündern. Wo hat er denn seinen Schatz? Mal schauen. Jetzt weiß ich auch, welche Wege die hier immer gelaufen sind. So, ich würde sagen, der ist schon tot. Zyklop, wo hast du denn deinen Schatz? Der hat mal was für mich. Nein, nicht aufheben. Oh, wir werden reich. Naja, wenn ich jetzt nicht jedes Mal nur 3 Drachmen kriegen würde, würde ich vielleicht wirklich reich werden. So. Ja, aber den Schatz wird der nicht hier draußen bei den Bogenschützen aufbewahren, oder? Pfeile! Ja! Quasi der Eingang hier, oder? Ja, denke ich mal. Ach, der hätte ich rüber gekonnt. Ach, sag mir das doch einer. Ja, also, ich persönlich finde, dass es immer ziemlich schwierig ist, irgendwie den Schatz zu finden, egal wo man ist. Weil ich bin doch jetzt durch das Haupthaus, bin ich schon durch. Was haben wir hier? Da ist auch kein Schatz. Nein, ich will dich nicht aufheben. War ich hier schon drin? Ne, stimmt noch nicht. Ah, sag mir bitte, dass du der Schatz bist. Yes, wir haben auch die Nebenaufgabe sozusagen abgeschlossen. Yeah, und das heißt dann, dass ich mich... dass ich erstmal ein Foto machen werde, ein Siegerfoto nach dem Motto, ich habe es geschafft. Und das heißt dann auch, dass ich mich von dieser Folge direkt verabschieden kann. Ich habe soweit alles erledigt und muss beim nächsten Mal... Oh, das ist so ein wunderschöner Ausblick hier. Und muss beim nächsten Mal mit... Achso, helft den kranken Einwohnern. Ja, das wollten wir auch noch machen. Fußstapfen der Götter, das hatten wir eigentlich vorgehabt vorher.
Wir kommen an ein Schiff gefahren. Ja, wo ist denn jetzt hier der Typ hin? Kehre mit dem Auge zu Markus zurück. Ach so. Ich habe jetzt gedacht, das wäre jetzt schon abgeschlossen, was hier ist. Okay, also wir werden jetzt auf jeden Fall beim nächsten Mal mit dem Auge zu Markus zurückkehren. Und bis dahin sage ich einfach mal danke fürs Zuschauen. Ich weiß, das war so ein bisschen die Hasenfußtaktik. Eigentlich war es die totale Hasenfußtaktik. Und ich bin wirklich am Überlegen, ob ich nicht an meine meine Fähigkeiten mit hübscher dem Vogel. Ja, total hübscher Vogel. Da muss ich jetzt aber nochmal ganz schnell noch ein Bild von machen. Das ist so süß. Das ist so schön. Also das Bild und der Vogel. Kann man eigentlich zoomen? Ah, oh. Ach, das war die Sache mit dem Scharfstellen. Davon habe ich auch gehört, ja. Näher ran kann ich nicht. Okay. Ist ja nicht schlimm. Nee, ich wollte eigentlich wieder zurück. Oh, Entschuldigung. Nee, ich wollte dich doch gar nicht loslassen, Mann. Das war gerade so schön. Also, wie gesagt, ich verabschiede mich jetzt erstmal für diese Folge und dann hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen, wo ich dann hoffentlich auch ein bisschen mehr reinstürmen kann. Bis dann. Ciao.